Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Wir haben das ägyptische Intro gerade gesehen und das bedeutet nur eins: Wir spielen das die ägyptische Kampagne. Wir haben das Lernprogramm endlich abgeschlossen und jetzt kümmern wir uns um den offiziellen Modus, den Kampagnenmodus. So, und wir fangen mit der ägyptischen Kampagne an, weil das können wir nur machen. Ägyptisch, darf ich vorstellen, Seth. Er ist ein ehrgeiziger Wurm, den es nach Macht gelüstet. Seth hat sie als seinen jungen Lehrling aufgefragt, im wahrsten Sinne des Wortes eine Armee der Toten aufzustellen, um den altgewordenen Pharao und seine Veteranenarmee zu besiegen. Dazu brauchen sie lediglich Respekt vor den Göttern, einige einfache Manöver und ein letztes S-Paket. Okay, wir starten mit den Pyramid Heads, weil das ist unsere ägyptische Armee. Und beginnen dann endlich mal. Yay! Sehr gut. Kommen wir endlich mal zum Geschäftlichen. Ich freue mich. Hoffentlich kommen jetzt auch mal ein paar offiziellere Kämpfe. Ägypten, das Land der Pharaonen. Die Wiege der Zivilisation. Die Heimat des mächtigen Flusses Nil. Und natürlich jede Menge Sand. Oh. Sehr schön. Und da ist er. Darf ich vorstellen? Seth. Ach nee, ist er nicht. Okay. Stimmt. Ein quietschfideler Priester. Und ihr Chef. Das ist der Pharao. Der in diesem Kapitel nichts zu suchen hat. Wo ist? Also verschwinde, Pharao. Wie jetzt? Sehr schön. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Ah, da sind sie ja. Als Lehrling von Seth müssen sie den Göttern Opfer darbringen. Ja, gespannt. Sie müssen alle gesammelt werden. Die müssen alle gesammelt werden. Oh, da ist eine Mine, verdammt. Oh, da auch. Was zum? Warum sind da überall Minen, ey? Das kann mir kein Fehler erlauben. Finden Sie einen Weg, um diese Ziele in den Opferschalen zu zerstören. Kommen Sie danach so schnell wie möglich hier rauf. Wo Seth seine magischen Kräfte einsetzen wird, um einer Armee schrecklicher Mumien darauf zu beschwören. Die schrecklichste Sorte aller Mumien. Unheimlich. Bereit? Und los. Okay. Sie müssen um jeden Preis überleben. Sie müssen einen Weg finden, die Ziele der Götter zu zerstören. Sie müssen die zerbrochene Brücke überqueren und den Ort des Sieges einnehmen. Kein Ding. So. Wir haben ja unendlich Zeit, nehme ich an. Aber je nachdem, wie wir uns anstellen, kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Dingens, eine Trophäe. Und irgendwie hört meine Kamera nicht auf, die ganze Zeit nach rechts zu gehen. Ja. So, jetzt was? Okay. Wo sind die ersten Dinger? Ich sehe jetzt zwar auf der Karte, aber da würde ich mal sagen, wir springen da rein und springen raus. Lass mich ran, das ist eine Bazooka oder so. Ach, da verschwindet, wenn man die aufsammelt. Okay. Ach so. Aber zum Glück gibt es keinen Fallschaden mehr in diesem Spiel, ich liebe es. So, die erste Generation der Orms. Oh, Reddick Orm, wenn ich mich nicht irre, habe ich ihn genannt, ne? Williams Orm. Fernter Verwandter von früheren Zeiten aus Ägypten. Oh.
gucken natürlich den Rest der Truppe immer auch. Es gibt ja noch 4 Würmer, die man erstellen konnte. Deswegen werden wir auch irgendwann alle sehen, nehme ich mal an. Ich meine, früher war es ja bei Worms Rallye, dass wir 6 herstellen konnten. Und das war, glaube ich, nur mit 1 oder 2 Missionen, dass wir alle mal in einen Kampf hatten. Deswegen fand ich das ein bisschen doof. Aber hier haben wir 4. Das heißt, wir werden schon irgendwann alle 4 jetzt steuern, nehme ich an. Ey, geh weg! Ja, Ding ist noch am Zünden, ne? Und ich soll hier verdammt nochmal. Da kommt ja so eine verdammte Katze im Weg. Bams. So, lass mal die. Machen wir die alle auf einmal kaputt gleich. Ich weiß nicht, ich muss gegen diese Mumienarmee kämpfen gleich. Also irgendwie hoffe ich es doch natürlich. Ein bisschen Action haben. Ich meine, so Mini-Aufgaben sind natürlich auch schon gut, aber ich möchte lieber andere töten. Frage mich, ob es auch wieder Geheimnisse gibt. Boah, war knapp. Wenn ich irgendwie. Ich habe irgendwie nie Geheimnisse gefunden, habe ich so das Gefühl. Ja, ich warte jetzt, ja, ich wollte schon sagen, ich warte, bis die Katze hier nachkommt. Naja, bin ich irgendwo mitten in der Luft. Und fertig. Gucken wir uns mal um. Also im 3D soll es ja auch Geheimnisse gegeben haben, aber ich habe nie was gefunden, außer im Prolog. Ich könnte mal so gucken. Wahrscheinlich nicht so, ne? Machen wir halt einfach. Ja, machen wir einfach weiter. Wäre wahrscheinlich wieder etwas kürzere Parts. Vielleicht kriegen wir ja pro Mission eine Level. Pro Fahrt eine Level. So. Boah. Boah. Ausgezeichnete Arbeit. Boah, yeah. Whip. Wollte schon sagen, was mit dem Wut passiert auf einmal. Dann gehe ich erst dahin, okay. Shoryuken! Oh. Und jetzt. Mitten in die Fresse von der Zielscheibe. Denken Sie daran, kommen Sie so schnell wie möglich hier rauf. Ist klar. Wie ein Jetpack oder so? Nein. Ich kann meinen Zug aber überspringen, also auch nicht schlecht. Man kann ich auch so darüber. Das ist so geil jetzt, ne? Jetzt soll ich da irgendwas bauen, oder wie? Bams und. Zack! Ist uns zu Ende? Heya, Bumbeya! Dubidu! Aber flott! Fantastisch! Was? Ja, der sieht aus wie ich. Oh Mann. Töten? Wie nicht töten? Ja, aus wie der Rest meiner Truppe irgendwie. Eine Mumienarmee, ganz für uns allein. Also, wer hat die Brötchen mitgebracht? Oh, erzählen Sie mir bloß nicht, Sie haben das Picknick vergessen. Wie? Man kommt heutzutage einfach an keine guten Lehrlinge mehr. Oh Mann. Mission erledigt. Möchten den Fortschritt speichern? Ja, klar. Möchte dann direkt den Part schon beenden? Das sind ganz schön kurze Parts, ne? So, ägyptische Flagge, die Stadt der Vorväter. Ägyptisch und Fortapedia. Ich habe Gold. Ah, okay. Die Stadt davor, ägyptisch. Fortapedia. Kann ich dann vielleicht noch. Ägyptische Flagge. Ich wüsste, wie die aussieht. Ja, das ist ägyptisch, glaube ich.
Mal lass mal das. Ja, das war ja noch eine recht chillige Mission, würde ich sagen. Sehr gut. Dies sieht man die Stadt der Vorväter. Boah, geil. Finde ich gut, dass wir direkt Gold bekommen haben. Das ist ein guter Start. Ich aber auch sagen, ja, 11 Minuten, das ist sehr kurz, aber machen wir so jede Mission ungefähr ein Part. Jetzt, wo es so kurz gegangen ist, finde ich halt auch gut. Und ja, kann euch so bleiben. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.